Ruhig, Hacker. Hurensohn Junior ist ein toter Mann. Mein Sekretär schickt euch eine Nachricht. Du hast keinen Sekretär. Und wir eliminieren Junior nur dann, wenn alle von uns einverstanden sind. Reuven, dein Gast. Verdammt, warum hast du den hier reingelassen? Weil ich mit ihm reden will. Das ist Geralt von Riva. Gut, dich wiederzusehen. Wie immer weiß ich von nichts, verflucht. Wer zum Teufel bist du? Ich denke, euer Gastgeber stellt mich vor. Er ist ein Hexer. Derjenige, der erst ein Attentat auf Foltest verhindert und den Monarchen dann getötet hat. Angeblich. Ich habe Foltest nicht getötet. Dir auch einen guten Tag, Dijkstra. Reuven. Oder wie auch immer du dich gerade nennst. Beim letzten Mal hat Geralt mich windelweich geprügelt und meinen Knöchel zermalmt. Ich frag mich, was er diesmal auf Lager hat. Eindringlinge. Sie haben sich ins Badehaus geschlichen. Mehrere Männer. Wovon zum Teufel spricht er? Ein verdammter Wahrsager? Mörder! Bitte nicht! Verfluchte Scheiße, ich hab's gewusst. Irgendwelche Waffen versteckt? Nur ein paar. Erste Klopperei mit blankem Schniedel. Ah! Du verfluchter Bastard! Hunziger Junge lässt grüßen! Wir brauchen einen Lebendigen. Mama! Du bist im Arsch. Jetzt geht's rund. Gute Arbeit, die Herren. Tut mir schrecklich leid. Meine Sicherheitsvorkehrungen haben versagt. Ich untersuche noch, wer, wie und warum. Das war Hurensohns Abschaum. Untersuchung des Wer und Wie beendet. Fang nicht wieder damit an. Vor allem nicht vor unserem Gast. Der hier reingeplatzt ist, direkt bevor sie angriffen. Zufall? Warum bezweifle ich das? Geben wir ihm eine Chance, sich zu erklären. Wie geht's denn, Reuven? Jahrelang verschwunden, nur um hier in Novigrad wieder aufzutauchen? Oh, ich war hier und da. Hab übrigens einige Zeit in Serikanien verbracht. Was hast du in der Wüste gesucht? Die Einheit mit der Natur. Wirklich ein magischer Ort. Aber ich habe die Zivilisation vermisst und da bin ich wieder. Will in Novigrad Wurzeln schlagen und ein respektierter Bürger werden. Wer weiß, vielleicht auch irgendwann Stadtrat. Willst du mich deinen Freunden denn nicht vorstellen? Gut, dass Happen nicht hier ist. Der würde mir für diese Ungehörigkeit den Arsch aufreißen. Francis Bedlam ist dir bekannt. Wem sollte dieser Patron der schönen Künste und Förderer von Unternehmern mit beschränktem Startkapital auch unbekannt sein? Und der Zwerg heißt Carlo Varese, auch als Hacker bekannt. Vorwiegend im Unterhaltungsgeschäft tätig. Ich suche nach Hurensohn Junior. Interessant. Was willst du von ihm? Junior soll mir helfen, jemanden zu finden. Hurensohn hat sein ganzes mieses Leben lang noch keinem geholfen. Ich bitte ihn höflich. Siehst du, Hacker? Wenn du Junior nicht Onkel Ficker genannt, sondern höflich gebeten hättest, dann wäre er heute vielleicht gekommen. Meine Herren, habt ihr den beschissenen Verstand verloren? Was ist das für ein Kaffeekränzchen? Hurensohn macht Jagd auf uns. Die wird irgendwann erfolgreich sein.
Wir müssen ihn zuerst töten. Aber bitte, hockt ihr hier im Wasser, furzt und guckt den Blasen beim Aufsteigen zu. Ich schick meine Jungs derweil in Hurensohns Verstecke. Sollen Krach schlagen, den Wichser aufscheuchen. Und du, Uralt, oder wie auch immer du heißt, du willst Hurensohn finden? Finde erstmal mich. Ich muss Hurensohn finden. Sieht aus, als müsste ich auch noch schneller als Hacker sein. Hacker wird ihn nicht so schnell finden. Junior kann sich gut verstecken. Er besitzt Bauernschleue. Sieh an, so spät schon. Viel Glück bei der Suche, Hexer. Ich komme morgen vorbei, Francis. Dann reden wir weiter. Ziehen wir uns vielleicht mal an? Sicher, natürlich. Dann reden wir. Unter uns. Was für ein Chaos. Hätte nie gedacht, mich darüber zu freuen, den Mann zu sehen, der für meine häufigen Bäder verantwortlich ist. Wenn du dafür sauberer bist, hat sich der Knöchelbruch doch gelohnt. Er heilte sehr schlecht. Kein Witz. Ich muss ihn wenigstens 6-mal pro Tag in heißem Wasser einweichen. Und wenn nicht, pocht er wie die Turmuhren von Beauclair zu Sonnenuntergang. Ich hatte meine Gründe. Dein Bein wäre in Ordnung, wenn du mir nicht in die Quere gekommen wärst. Verstehe. Nun, ich verspreche dir, wenn ich die Dinge wieder rückgängig machen könnte, würde ich in Tanith vieles anders machen. Beispielsweise hätte ich meinen Männern befohlen, dich zu töten, statt dich zu fesseln. Hör zu, Wolfen. Oder eher Dijkstra, da ich nicht in Stimmung für deine Decknamen, Passwörter und anderen Mist bin. Ich bin wegen einer bestimmten Sache hier. Wenn du zuhören willst, dann hör zu. Sonst erspar mir deine Witze und schmeiß mich gleich raus. Klar. Wo drückt der Schuh? Sprich. Denkst du, Hacker wird Hurensohn finden? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird er die halbe Stadt abfackeln. So eine Verschwendung. Lass ihn, sage ich. Arbeite allein. Irgendwelche Ideen? Es gibt ein paar Viertel, in denen Junior Rückhalt hat. Dring da ein und sieh dich um. Aber sei diskret. Spar dir jedes Gewüte und Gefuchtel mit deinem Stahlpimmel. Du und Bedlam wollt offensichtlich keinen Krieg mit Hurensohn. Warum nicht? Ich sage dir, was ich auch König Visimir immer wieder gesagt habe. Krieg löst keine Probleme. Er führt zu Schwierigkeiten, die man dann wieder anders lösen muss. Es ist doch klar, dass jemand hinter Hurensohns Aktionen steckt. Ich mache ihn erst kalt, wenn ich weiß, wer. Ist deinen Partnern deine Vergangenheit bekannt? Wissen sie, dass du Sigismund Dijkstra bist, der ehemalige redanische Geheimdienstchef? Hacker, Bedlam und Junior. Na, die wären vielleicht Partner, wenn wir eine Mühle bauen und den Nachbardörfern das Korn mahlen würden. Aber wir müssen uns nur aus dem Weg gehen und hin und wieder abstimmen. Das macht uns nicht zu Partnern. Ob sie wissen, wer ich bin, wer ich war? Bedlam bestimmt. Die anderen ahnen es wohl. Wir reden nicht darüber. Warum auch? Ist sicher sinnvoll, sich erstmal umzuhören. Junior mag untergetaucht sein, aber er braucht Geld. Er kann ja nicht auf dem Trockenen sitzen. Glücksspiele. So macht er sein Geld. Junior kontrolliert die größte Spielhölle der Stadt. Werde nie vergessen, wie Hierarch Hemmelfahrt da mal randaliert hat. Hatte einen Rubinring gesetzt und verloren. Außerdem gibt es noch die Arena unter der Stadt. Man kann mit Wetten fast so viel machen wie mit dem Casino. Ständig werden da neue Muskelprotze angeheuert. Hurensohns Haus könntest du auch durchsuchen, obwohl du ihn da kaum finden wirst. Aber vielleicht einen Hinweis. Wo ist Juniors Casino? Bei den Türmen der Tempelwache. Offiziell hat Hurensohn nichts mit dem Casino zu tun. Also pass auf, was du sagst. Du solltest keinen Verdacht erregen. Die Arena klingt vielversprechend. Wo ist sie? In der Kanalisation unter Gildorf. Aber du musst durch die Scherben rein und den Gestank der Armut ertragen. Tja, Junior liebt gute Kämpfe. Sicher gäbe er was drum, einen echten Hexer in Aktion zu sehen. Du sagst, Hurensohn hat ein Haus. Wo ist das? Das ist ein solides Steinhaus auf der Tempelinsel, einmal über die Brücke. Aber da findest du ihn wohl kaum. So dumm ist Junior nicht.
Mal sehen, ob ich Hurensohn im Casino oder in der Arena finde. Mit Hacker könnte ich auch mal reden. Mach, was du meinst, aber sei vorsichtig. Hurensohn rechnet zweifellos mit Rache. Danke für die Hilfe, Dijkstra. Verschwinde einfach, Hexer. Und wenn du den schmierigen Bastard nicht finden kannst, komm zu mir. Ich kenne ihn. Ich lass mir was einfallen. Stehst du in Kontakt mit Radovid? Witzig wie immer. Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Und ich würde es gerne dabei belassen. Er hat dir die Verschwörung mit Philippa Eilhardt wohl nie verziehen. Radovid verzeiht nicht. Nichts und niemandem. Mir nicht und schon gar nicht einer Logenzauberin. Hast du etwas Neues von Philippa Eilhardt gehört? Nur Gutes. Das heißt? Nachdem Radovid ihr die Augen ausgestochen hat, ist sie spurlos verschwunden. Mit ein wenig Glück liegt sie jetzt in der Gosse. Ich dachte, ihr hättet euch nahe gestanden. Das war einmal, bis mir Philippa Mörder auf den Hals gehetzt hat. Vom Meisterspion zum Meisterverbrecher. Interessante Entwicklung. Warum? Sie sind sich sehr ähnlich. Beide pflegen ein Netzwerk von Informanten und sind hartnäckige Unterhändler. Bestechungen, vereinzelte Mordanschläge, immer die gleiche Leier. Ja, außer man tut es aufgrund irgendwelcher Ideale. Und jetzt? Jetzt finde ich, dass ich genug für Ideale gekämpft habe. Zeit, mich um mich selbst zu kümmern. Und bis jetzt läuft das sehr gut. Schon mal Gwint gespielt? Aber ja, Gwint ist die Politik. Nur ehrlicher.